Privet und willkommen zurück zu Stalker. Shadow of Chernobyl. Ja, letzte Folge. Sind wir hier ins Labor eingedrungen und bis jetzt hat uns das was Gutes eingebracht. Scheiße, 15 Schuss. Ich bin hier mit über 300 Schuss reingegangen. Ja gut, auf jeden Fall müssen wir jetzt hier wieder raus. Wir müssen hier raus. Ich habe zwei Anzüge mit. Sicher, sicher. Ich weiß gar nicht, einer ist garantiert der Questanzug, während der andere... Weiß ich nicht, was ist. Ich habe gerade einen Verband benutzt, wieso habe ich das denn gemacht? Egal. Oh scheiße, das ist doch die Munition. Ne, egal. Nice. Oh, habe ich lange nicht mehr gesagt, ne? Nice. Nice, nice, nice. Oh shit. Oh! Oh, oh, oh! Oh scheiße! Atmen, Junge. Okay, habe ich kurz die Luft angehalten. Jawoll! Warte mal. Weg damit. Okay, jetzt renne ich hier wie so ein Eierkopf rum, aber ja. Sieht man ja nicht. Man sieht mich ja nicht. So, ja, letzte Folge habe ich gesagt. Und zwar mit letzter Folge meinte ich nicht nur die letzte Folge, die ich aufgenommen habe, sondern ich meine auch damit, dass diese Folge für mich die letzte Folge für heute sein wird. Das ist für euch wie immer uninteressant, aber ja. Ihr wisst es ja. Vermutlich wisst ihr es schon. Wenn ihr öfter mal zuschaut hier bei mir, dann wisst ihr es. Warum und so. Okay, ich gehe hier ja schon raus. Scheiße. Oh Gott. Hier ganz unten war ich noch nicht. Aua. Oh, Schmucks. Oh, hier geht's noch. Hier ginge es noch weiter runter, wäre die nicht versperrt. Okay, ich hätte jetzt ehrlich gedacht, gedacht, dass hier unten noch irgendwas wäre, was ich machen müsste. Aber gut, dann ist da nichts. Das ist ja jetzt nicht so schlimm. So viele Tropfen, überall Tropfen und ich habe keinen Platz da. Das ist schade. Da hätte man richtig Schotter damit machen können. Naja. Ist jetzt nicht so, als müsste ich Geld sparen, damit ich mir irgendwas Krasses kaufen könnte. Wobei, wer weiß, vielleicht kommt demnächst noch irgendwo was. Was irgendwie krass teuer ist, was ich haben will. Und dann bin ich mit meinen 174.000 Rubel schon gar nicht so schlecht unterwegs. 9x39 ist die, die ich benutzen kann. Sehr schön. Hier war doch irgendwo... Hier war doch irgendwo... Das ist sie nicht... Diese, ne? P. Ja. Gut, gut. Dann habe ich für die. Wie heißt das Ding nochmal? Big Ben oder was? Big Ben, tatsächlich. Boah. Memory, Alter. Er hat richtig das Gedächtnis. Man nennt mich auch Dre the Brain. Dre the Brain Memory. Dude. Genau. Dann habe ich dafür jetzt auch ein bisschen Munition wieder. Okay, renne ich da jetzt einfach durch oder ein bisschen mit Bedacht? Mit Bedacht erschrecke ich mich, wenn was passiert. Passiert aber nichts. Gut. Wie komme ich denn hier raus? Scheiße, hier waren noch die Leitern unerreichbar. Scheiße. Shit, wie komme ich denn hier raus? Der Pfeil zeigt doch hier hin.
Ah, shit, da zeigt er mir nur das an. Oh nee, ich will jetzt nicht wieder zurückrennen und dann merken, dass ich da auch falsch bin, nämlich zweimal hin und her gerannt. Geht der Duckjump noch? Warte mal. Ne, es geht nicht. Ich komme da nicht ran. Oh Leute, jetzt renne ich den ganzen Weg nochmal und merke dann wahrscheinlich auf der anderen Seite dann wieder, dass es nicht geht, oder was? Oh. Da oben war auch nichts. Hier ist nur ein Klo. Ich habe ja auch keine Map von dem Ort hier. Autsch. Aber eigentlich war es doch immer so, du rennst da durch und am Ende kommst du irgendwo wieder raus. Also, passierte selten, oder? Dass man einfach... Wie war das im anderen Labor? Nee, da musste ich auch den Weg wieder komplett zurückgehen. Oder? Scheiße. Sorry, ich habe keine Ahnung, deswegen machen wir das jetzt so. Ihr habt es ja gesehen, ich habe es versucht, da hochzuspringen an die Leiter. Es geht nicht. Aber der Pfeil zeigt dahin. Das irritiert mich so ein bisschen. What the fuck? Wow! Als ich da vorhin durchgerannt bin, wäre ich fast gestorben. Jetzt mit dem Anzug kein Ding. Nett. Jetzt habe ich echt nett statt nice gesagt. Oh boy. Einmal mal drauf schießen. Ich würde schießen. Schauen wir uns mal ein bisschen um. Vielleicht habe ich irgendwas übersehen. Kann ich mir überhaupt nicht vorstellen bei mir. Aber ausschließen kann ich es gerade auch nicht. Deswegen. Aua, aua, aua! Ja, das sind alles nur Zellen, ne? Hier ist nichts, wo man irgendwie runter könnte, um dann rauszukommen. Du hässliches Arschloch, ey. Ist doch kein Name oder sowas. Fuck, ich stand hier sogar vor und dachte, das sieht aus, als könnte man da durch. Aber das war so verschwommen. Oh shit, sorry, Leute. Aber so ist das. Uiuiui. This is how it is. Und so weiter. Da kam voll der unvorbereitete Schnitt. Ich war schockiert. Ich bin es wahrscheinlich immer noch. Gut, ich habe dafür immer noch keine Munition. Das heißt, ich renne weiter mit der Big Band durch die Gegend. Und ich höre einen Heli. Das ist gut. Ein Heli zu hören ist immer gut. Das bedeutet, Hilfe ist in der Nähe. Speichern. Wie lange haben wir? 20 Minuten. Na gut. Oh shit, da sieht mich irgendwas. Hat mich da. Oh, Einbildung. Einbildung! Ich dachte gerade, mein. Du wirst gesehen. Meter. Wäre gereist. Gerissen? Gestiegen? Er schleimte mich voll.
Seht mal, nee, hört mal, ich rieche was. Oder was andersrum? Riecht mal, ich sehe was. Riecht mal, ich höre was. Keine Ahnung. Lange schon. Obwohl, so lange dann auch denn nicht. Aber länger nicht mehr gesehen. Was ich hier gerade zitiert habe. Wahrscheinlich auch falsch. Digi hätte das richtig zitieren können, weil Digi kennt den Film halt. Soll das glimmen, weil das mal brannte? Oder ist das einfach ein Bug? Hallo, mein Name ist Thomas Bug. Ich bin ein Glitch. In der Matrix. Döden, 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 dö. In der Matrix. Döden, 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 dö. Holy smokes, Junge. Alter! Okay, der Anzug scheint gegen so Anomalien und sowas ganz gut zu funktionieren. Aber gegen so Angriffe und so. War ich wohl schon mal besser gewappnet. Ja, was hängst du denn hier so rum? Geil, guckt euch das mal an. Ah, Stalker, ne? Stalker ist ein gutes Spiel. Dieses Spiel ist ein gutes Spiel. In der Matrix. Oh fuck, ey, hoffentlich komme ich da gleich einfach so weg. Ich habe gerade weder Munition noch die Ausrüstung, um mich hier gegen krasse Armee-Horden zu verteidigen. Oh, oh, oh. Wolltest du mich gerade treten? Du Basti, Alter. Ach ja, was mir übrigens auch fehlt, es ist nicht nur Munition und Ausrüstung, es ist auch der Skill. Das ist einfach. Obwohl, muss man auch mal, kann man auch mal ruhig sagen. Ich schlag mich doch ganz gut. So, insgesamt geht's doch. Also ich bin ganz froh, dass ich tatsächlich auch Veteran gestellt habe. Weil ich glaube, sonst... Auf. Eieieiei. Nichts. Oh Gott, und nur noch drei Magazine. Nämlich die Bravo, die dazu? Wow! Im Doppelpack, Alter. Und noch irgendeine Zeitschrift. Magazin. Weißt du? Weißt du? Ne, Mickey Mouse. Ein Mickey Mouse Magazin habe ich noch. Mickey Mouse Heft. Ich habe ja früher ohne Ende. Oh, das wird jetzt... Mickey Mouse Hefte und lustige Taschenbücher gelesen, gesammelt, whatever. Und die haben wir dann irgendwann mal alle in Kartons gepackt und auf den Dachboden gestellt und ja. Da haben sich dann scheinbar Mäuse oder irgendwas durchgefressen. Ratten, keine Ahnung. Das war alles im Arsch. Kartonweise. Mehrere Kartons voll von dem Zeug. Ja. Ach du Scheiße! Oh oh. Oh oh! Abgemessert. Schau hin und wieder mal bei unserem Bunker vorbei. Ordnung?
Ja, in Ordnung. Fuck, ich muss hier weg. Worauf ballert das Militär? Auf die Zombies? Mit Raketen? Bisschen Overkill, ne? Nur noch ein halbes Magazin. Okay, ich bin aber fast da. Ich muss nur hier rum. Dann kann ich wenigstens einen Anzug abgeben. Den anderen werde ich verkaufen oder tauschen gegen den, den ich jetzt gerade anhabe. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Du hast hervorragende Arbeit geleistet, Gezeichneter. Jetzt, da die Emissionen abgeschaltet sind, werden wir in der Lage sein, neue Expeditionen durchzuführen und zuvor unbegehbare Bereiche zu erkunden. Und außerdem werden wir dir von jetzt an den ganz besondere Preise machen. Gracias! Spasiva. Spasiva. Ich glaube, Spasiva heißt Danke. Außerdem, neuer Auftrag, Lager vernichten. Wieso soll ich jetzt ein Lager vernichten? Was geht? Hast du irgendwas Krasses, was ich hier machen kann? Nö. Handeln. So, pass auf, mein Freund. Wen sollte ich denn eigentlich diesen... Sollte ich nicht dir diesen Anzug holen? Ist das etwa doch nicht der Anzug? Highlander Brühl. Ghost-Anzug. Keine Ahnung. Erstmal davon ein paar weg. Den Tropfen wollte ich dir andrehen. Ja gut, dann muss ich da mal ganz kurz gucken. Was ist denn das? Achso. Klar. Das ist die normale Pistole, die ich immer habe. Wieso? Oh Gott. Hi, ich bin Dre. Ich bin neu hier. Und sonst? Wow, den habe ich ja noch gar nicht heute gesehen hier. Okay, der ist teurer, aber der sieht geiler aus. Hochwertig mit SSP-99-Anzug bietet verbesserten Schutz vor Kugeln und Splittern. Er wurde für die wissenschaftliche Expedition begleitet. Er bietet guten Schutz vor Strahlung, biologischen Anomalien. Er schützt vor chemischen Angriffen und sonstigen körperschädlichen Einwirkungen. Ha! Wollen wir uns den gönnen? Was gibt's mir denn für den hier? 9000. Und du willst für diesen 90. 96 sogar. Erstmal will ich deine Gesamtmunition, die du so hast. Ist ja nicht viel. Achso! Ah! Guck, okay, so nämlich. Das hast du großartig hingekriegt. Hier sind, da ist deine Belohnung. Gegenstand. Nein! Ist das der? 99M. Oh Gott sei Dank. Oh Gott sei Dank. Scheiße. Habe ich den Auftrag angenommen? Egal. Hallo, hallo. Oh Gott. Not Commander, falls du noch zuguckst, lass mich doch mal kurz wissen, ob du gerade davor saßt und dachtest, Alter, wenn du jetzt den Anzug kaufst, hau ich dir eine rein. Weil du wusstest, dass wenn ich diesen anderen Auftrag abgebe, dass ich den Anzug, exakt diesen Anzug dann bekomme. Oh Gott, hätte ich mich zu Tode geärgert. Hier, ich möchte gerne diesen Anzug verkaufen. Was mit dem? Heilen in der Berührung. Ich behalte ihn erstmal und guck mal eben, ob der besser ist als das, was ich jetzt habe. Ich vermute aber ehrlich gesagt nicht. Hallo, hallo. Jetzt habe ich gar nicht geguckt, wie viel ich bekomme. Oha, der ist aber sehr viel schlechter. Hallo, hallo. Hohoho, der ist aber sehr viel schlechter. Okay. Der heilt mich zwar, aber das ist jetzt nicht das Problem, das ich habe. Bis dann. Ja geil, guck mal, wie ich jetzt rumrenne, Alter. Oh Mann. Gut, speicher die Nummer weg. Wo ist das PDP? Zum Wirt. Wir müssen zum Wirt. Und ich glaube, wer bist du denn? Provotnik? Du bist auch an der Bar, okay. Das Lager der Snorks.
Das ist hinter mir. Das ist dieses hier. Ja gut, dann machen wir das auch noch schnell. Das gebe ich in der Barb. Gut, wir haben 10 Minuten. Das heißt, schnell das Lager des Snorks ausräuchern. Quest abgeben. Na shit, wo renne ich denn? Ich muss ja hier raus. Und dann ab zum Wirt. Und dann haben wir es für heute schon wieder. Muss ich mal gucken, ob ich mir die nächsten Tage nochmal wieder irgendwann Zeit nehmen kann. Weil eigentlich muss ich nochmal... Eigentlich muss ich mich nochmal um ein paar so andere Sachen kümmern. Die ich gar keinen Bock habe. What the? Achso, das sind jetzt zwei verschiedene, ne? Oder? Keine Ahnung. Verbände benutzt aus dem Reflex, ey. Mann. 4 Schuss, damit kriege ich euch beiden down. Nummer 1. Hä? Hat dein Kumpel dich hier gerade erschossen? Das wäre ganz schön scheiße für dich auch. Und einen noch? Okay. Ihr seid gar keine Snorks, wieso kill ich euch? Ja, weil ihr sonst mich killt, ne? Da sind Snorks. Wenn ich dich anballer, kommst du dann zu mir? Ich muss echt zusehen, dass ich eine neue Knarre bekomme. Aber ich will wieder eine mit Visier. Nummer 1. Hä? Was? Krass stabil. Oh, hoffentlich hat der Wirt ein bisschen Munition, ne? So wisst ihr ja nix hier. So, hier war gerade ein Snork, wo ist er? Da hinten. Da hinten rennt er, der Luder. Da hinten rennt er, das Luder. Ja, der Deutsch, den ich benutze, das ist gut. Nee, das wäre ja wieder richtig. Mist. So, noch ein. Schnorks, Schnork, Schnorks. Wo seid ihr? Ach ja, was ich sehr empfehlen kann, um sich selbst so richtig schön zu verwirren, ist, wenn ihr mit Kopfhörern spielt, einfach mal die Kopfhörer verkehrt rum aufsetzen. Also links und rechts einfach mal vertauschen. Das ist so ein kleiner Profi-Tipp von mir. Macht das Ganze sehr viel spannender. Und aufregender. Also da werdet ihr richtig Spaß mit haben. Besonders so in Multiplayer-Spielen oder sowas. Wenn man jetzt, keine Ahnung, Call of Duty, Battlefield oder was zockt. Hier ist ein Versteck. What? Mika, Wunden, minus 400%. Das ist ganz schön gut. Also wenn man jetzt so Multiplayer spielt, wo es dann halt auch drauf ankommt und dass man hört, von wo der Gegner kommt, dann unbedingt mal einfach mal ausprobieren. Kann man danach ja immer noch ändern, wenn es einem nicht gefällt. Ja... Ich hatte, wie Digi das eine Mal bei mir war und wir die PSW... genau, in der letzten Alien Isolation Session. Da hatte ich ihm die PlayStation VR auch mal aufgesetzt. Jetzt bin ich wieder bei Feuer, ne? Aber da hatte ich ihm dann auch die Kopfhörer aufgesetzt. Und ich stand halt vor ihm und habe dann die Kopfhörer verkehrt rum aufgesetzt. Und er war so ein bisschen verwirrt. Deswegen, da komme ich gerade irgendwie drauf. Keine Ahnung warum, aber ja. Da bin ich gerade so. Komm mal ran hier. Da habe ich gerade so dran gedacht. Hallo, hallo. Hi.
Forschungsmedikit, 3000 Geld. Ich brauche einen Auftrag. Fleisch, Artefakt, Graphit. Haben wir beides nicht, ne? Den Dornkristall kann ich, glaube ich, beim Wirt abgeben. Gut. Hallo, hallo. Ja, ja, tschüss, tschüss. Ist verschlossen. Also ich öffne die Tür übrigens nicht selber, die gehen von alleine auf. Deswegen stehe ich da immer so ein bisschen wie ein Ochs vorm Berg. Wie der Nordfriese sagt, weil der Nordfriese hat viele Berge. So, wie lange haben wir noch? 4 Minuten. Mist, dann ist das schon wieder durch für heute. Ich würde so gerne weiter zocken. Aber so ist es. Das Lager der Wildhunde zerstören. Wieso soll ich denn das jetzt schon wieder machen? Oh Mann. Wo ist denn das? Hier oben. Oh Gott. Ach scheiße, das ist ja ein ganz schönes Weg. Bis zu die Wirt. Was ist denn los mit mir schon wieder? Mit dem Aussprechen und so. Mit meinem neuen Anzug kann mir hier gar nichts passieren. Deswegen renne ich einfach so durch. Guck dir dann nur kein bisschen Schaden. Also so ein bisschen, aber nur ein ganz kleines bisschen. Gut, fein, fein. Ich weiß nicht. Ich habe nur 40 Schuss. Ich kann auch jetzt nicht mit 40 Schuss hier Jagd auf die Wildhunde machen. Ich müsste übrigens mal zu dieser Pistole wechseln. Weil dafür habe ich noch Munition. Jetzt sind hier auch noch Banditen, Alter. Ich weiß nicht, ob du zu diesem Wildhundelager gehörst, deswegen muss ich dich killen. Um sicher zu gehen. Der Freiheitsanzug, okay. Sag mal, entweder treffe ich nicht, sehr wahrscheinlich, oder das Vieh ist einfach krass stabil. Die Waffe klemmt. Kommst du denn jetzt her? Das ist immer noch diese eine verbesserte Pistole, die ich relativ zu Beginn gefunden habe, ne? Müsste man auch mal gucken, ob es da nicht eine bessere mittlerweile gibt. Nämlich, das ist ja nicht unwahrscheinlich. Hi! Oh, ich bin fast down. Sag das doch mal einer. Ja, danke! Oh, scheiße! Oh, scheiße! Ich bin mit meinem grünen Strampelanzug da. In dem Aquarium auf dem Kopf. Uah. Was war das denn? Ach so eine Ratte. Gott. Nein! Ganz kurz nochmal gucken. Hier, okay, gut. Aber dann ist die Folge auch durch. Das war's für heute. Auch für mich, für euch. Geht's morgen weiter. Bis zum nächsten Mal sage ich vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Dos vidanje, macht's gut und ciao.